So, ich sage mal Moin Moin, Ladies and Gentlemen, hier ist wieder euer Kowalski. Heute mal nicht vor der Kamera, sondern mit der Kamera. Ihr müsstet jetzt eigentlich auch hier jetzt diese kleine Kamera sehen. Das ist ja die Tastenbelegung für unsere Roland SP404MK2. Einige werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass wir damals auch nicht so eine Tastaturbelegung gemacht haben für die 404A. Hier haben wir natürlich mehr Möglichkeiten und die will ich euch jetzt erstmal zeigen. Als allererstes braucht ihr erstmal die Software von Roland SP404 oder die Software Roland SP404 MK2. Die heißt auch so. Ihr müsst euch also auf der Roland-Seite erstmal anmelden, registrieren, Mail bestätigen und all so ein Hackmack und dann könnt ihr diese Software runterladen. Aber Achtung, da sind auch kostenpflichtige Software-Sachen dabei. Das ist eine der wenigen Software, beziehungsweise Programme, die kostenlos sind. Ja, ich muss ja auch irgendwie meine Maschine bestücken. Ich habe jetzt hier ein Projekt von einem Kunden, der gerne seine 120 Jingles da drauf haben möchte. Ich bin gerade dabei, die Sachen da ja auch rein zu prügeln, sag ich mal. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also im Grunde genommen, wenn ihr Wave-Dateien oder MP3-Dateien habt, haut ihr einfach die Datei da rein und ihr werdet sehen, es wirkt und schon haben wir es hier. Jetzt haben wir hier vorne eine kleine Pause, wie ihr sehen könnt. Hier vorne ist eine ganz kleine Pause. Mal sehen, haben wir vielleicht noch irgendwie eine, die, ja, da ist auch eine Pause drin. So, diese Pause, die können wir im Grunde genommen verkürzen. Einfach das S hin und her schieben und dann klappt das eigentlich schon im Grunde genommen. Aber wir müssen noch ein bisschen mehr beachten. Es ist momentan auf Volumen 127 gestellt, das sehen wir hier, das ist Level. Also auf jeden Fall Level immer erst 100 und den Gate rausnehmen. Und dann können wir eigentlich auch schon die zweite Taste drücken. Ihr seht, die ist blau hier. Ja. Ich bin keine Zicke! Ich bin keine Zicke! So, ihr habt es gehört, wenn ich jetzt hier weiter nach vorne gehe oder hier. Ich bin keine Zicke! Ich bin keine Zicke! Im Grunde genommen könnte man dann jetzt zwei Jingles draus machen. Ne? Einmal das und einmal das. Einmal lässt du das einmal komplett durchlaufen und machst das dann hier zu Ende. Ja, und einmal so und so. Und dann hast du eben halt zwei Jingles. Wenn natürlich jetzt verarsche für die Schausteller, dann sagen sie, Alter, das sind ja eigentlich, das ist eigentlich genau das Gleiche. Wichtig ist eben halt, dass ihr immer die Lautstärke im Auge behaltet. Und normalerweise auf 1 oder 2 haben wir bei uns immer Hook-Promos. Die spiele ich jetzt nicht, sonst haben wir Probleme über YouTube oder von YouTube. Immer zuerst die Hook-Promo nehmen an erster und zweiter Stelle oder eine Hupe oder wie auch immer, kann ich euch gleich präsentieren und dann erst die Hook-Promo auf 100% bringen und alles andere, die Hook-Promo abspielen und dann eben halt dieses hier anmachen. Ich ja? bin keine Zicke! Da kannst du ungefähr ich bin sehen, keine Zicke! Da kannst du ungefähr sehen, ob die Stimme lauter ist als die Musik oder genau gleich oder eben halt leise und dann passt du das hier mit eben halt an mit dem Level, mit der Balance vielleicht, falls das ein bisschen links- oder rechtslastig ist. Und einmal mit dem Gate. Jetzt haben wir natürlich, das ist ja Projekt Nummer 2. Der Kunde, der möchte jetzt gerne 3 Projekte haben. Der hat bei mir 2 Karten gekauft. Und die dritte haben ihn erstellt. Also neue individuelle Sachen für sein Fahrgeschäft. Drücke ich einfach Shift auf Subpad. Und dann drücke ich auf die 1, weil das ist unser neues Projekt. Und siehe da. Alle Tasten sind am Leuchten und am Brennen und hast du nicht gesehen. So, dieses Projekt ist fertig. Um dieses Projekt nachher abzuspeichern, weil ich brauche die Box komplett, um überhaupt ein Projekt zu erstellen. Ich kann es nicht mit der Software machen, weil ich brauche immer das Gerät dazu. Und das Gerät muss immer am PC angeschlossen sein. Ich nehme eigentlich im Grunde genommen eine SD-Karte, so wie diese hier. Ja. Drücke einfach Shift und 13 und dann könnt ihr das auch schon sehen. Auf dem Display, ich nehme mal kurz die Kamera hier. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ja, da steht System, PZ, Import, Backup. Dann geht ihr nachher auf Backup und dann könnt ihr ein Backup fahren. Die SD-Karte muss drin sein. Hier ist keine SD-Karte momentan drin, weil ich hier gerade am Einrichten bin. Ja, oder wenn ihr nur das Projekt speichern wollt, geht auf Import, Export to SD-Card. Drückt ihr drauf, dauert einen Augenblick, macht da und dann habt ihr das. Und umgekehrt ist es genauso. Scheiße, ich habe irgendwas gelöscht oder in der Einstellung gelöscht. Gehst du auf Backup und machst du Restore. Also du willst restaurieren, hast aber die SD-Karte drin. Ne? So, er sagt jetzt keine SD-Karte drin. Siehst du, ich habe noch nicht mal gelogen.
Ja, das ist eigentlich momentan recht einfach. So, jetzt haben natürlich einige Schausteller auch gefragt, Digga, wie machst du das mit den Farben von den Tastaturen? Ich habe schon so viel probiert, ich kriege das nicht hin. Weil bei mir ist das immer orange und das ist total doof. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen wieder auf Shift und Pad Settings auf 15. Und siehe da, wir haben hier oben, wenn ich hier dran drehe, einen Trigger, LED, wie hell die leuchten sollen, wenn ich drauf drücke. Ja, sind ja jetzt sehr hell. Ja, jetzt sind sie wieder ein bisschen dunkler, jetzt sind sie wieder heller, genau. Und hier kann ich im Grunde genommen einstellen bei Pad Color, welche Farbe ich haben möchte. Das habe ich jetzt hier im Display stehen, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Pad 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich, Nummern müssen wir können. So, wir haben jetzt immer hier eine scharfe rote. Jetzt gehen wir auf die 4 und ändere einfach die Farbe. Seht ihr? Ich drehe einfach nochmal dran. Aber wir wollen ja rot haben. Rot ist für Hupe immer ganz gut. Ja? So, zum Beispiel. Ja, und das kannst du mit allen machen. Der Nachteil ist, ich habe es leider noch nicht rausgefunden, dass alle 16 Banken oder 16 Projekte immer diese gleiche Farbe haben. Also müsst ihr immer die gleiche Tastaturbelegung haben. Das ist der Nachteil. Ja, ansonsten gibt es hier momentan auch nicht sehr viel zu erzählen. Ja, wie gesagt, das sind einfach so die einfachsten Sachen. Backup ziehen, Backup drauf, Backup drauf machen. Einige wollen jetzt auch hier eine Karte haben. Und ihr seht, hier ist alles schön gefüllt. Und ich habe auch hier verschiedene Lautstärken. Das ist zum Beispiel auf 90. So, ne? Jetzt wollen wir nochmal die Hupen hören, weil Hupen können wir abspielen. Ne? Das ist eine schöne Hupe. Das ist eine schöne Hupe. Ja, hier haben schöne Hupen drin. Ne? Sowas zum Beispiel für einen Autoscooter oder was weiß ich. Ne? Wir haben so viele schöne Hupen. Und immer so weiter. Auf 10, auf 11 haben wir immer Musik drauf. Und auf der 16, 16 ist das Lied Finale. Da haben wir 14, 15. Zu SFX-Sounds oder was weiß ich. Ne? Kann man alles schön machen. Alles schön eingestellt etc. Dann haben wir noch 12, 13. Oh, schade. Schöne Lache. Fünf und sechs, es kommt wieder von uns. Alte Bügel kontrollieren. Wir starten in wenigen Sekunden. So, und wir bieten das eben halt an, wenn jetzt irgendwie ein Schausteller ankommt und sagt, ja, ich möchte neue Jingles haben. Wir bestellen dir die Box, wir machen das alles fertig. Wir erstellen Backup und dann schicken wir das weg. Und dann hast du diese Box in dein Karussell stehen oder in dein Kassenhäuschen. Wie auch immer. Und du bist dann damit glücklich. Das Geile ist, wir machen extra noch ein Backup. Das Backup speichern wir auch bei uns hier, falls die SD-Karte gelöscht wird. Zum Beispiel, sie wird formatiert. Oder ich habe hier jetzt irgendwelche Dateien gelöscht oder sonst irgendetwas. Das geht nämlich hier ganz schnell. Da kommen wir auch später nochmal zu. Dann können wir das auch nochmal zeigen, wie man schnell Dateien löscht und schnell wiederholt. Und all so ein Käse. Ja, das sind momentan erstmal so die wichtigsten Sachen, die wir dafür brauchen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich wollte es auch nicht so lange machen. Ja, übt mal schön, probiert mal aus und ihr werdet sehen, wenn ihr diese Box habt, es ist ein geiles Spielzeug. Also, bis später.